Herzlich willkommen bei Donner und Reuschel. Mein Name ist Markus Fitt, ich bin Vorstandssprecher bei Donner und Reuschel und freue mich heute ganz besonders, unsere beiden Gold-Tobis hier in Hamburg in unserem mittlerweile ja schon etablierten Sendestudio willkommen zu heißen. Schön, dass ihr da seid, eben frisch eingetroffen. Ihr habt auch einen Marathon, da kommen wir nachher noch drauf. Ist ja quasi keine Chance richtig zum Durchatmen, weil ihr natürlich auch nach Olympia viel zu tun habt, aber ihr habt natürlich auch vor Olympia viel zu tun gehabt. Keine einfachen Zeiten. Ich muss sagen, wir sind ins Jahr 2022 mit den Perspektiven aus diesem Sendestudio gestartet, Anfang Februar. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, all die schlimmen Dinge, die passiert sind, haben wir nicht vorhergesehen und wollten wir auch nicht vorhersehen, weil für uns das wirklich unvorstellbar ist. Und nichtsdestotrotz haben wir gesagt, es gibt Momente, und an die haben wir ganz klar geglaubt, nämlich dass die beiden Tobis bei den dritten Olympischen Spielen wieder ganz, ganz oben stehen. Und ich habe es euch ja letzten Sommer schon gesagt, und vorletzten Sommer, ihr werdet ganz sicher wieder Gold holen und das Ganze natürlich dann auch einzeln, aber auch im Team. Das war, also ich muss sagen, bei dem Engagement, bei der Leistung war das definitiv für uns zumindest zu erwarten. Und da muss ich sagen, das ist dann am Ende des Tages ja auch eingetreten. Wir mussten leider unsere Sendung nochmal verschieben, weil, wie das ist, Tobi, auch ihr seid nicht gefeit vor den kleinen fiesen Viren, die dann durchaus mal zuschlagen und dich hatte Corona erwischt. Und insofern, jetzt ist wieder alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, danke nochmal auch für Ihr Verständnis und schön, dass wieder alles gut ist. Jetzt sind wir relativ zeitnah hier wieder zusammengekommen. Ja, also nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch vom Donner-Reuschel-Team. Ich muss sagen, wir haben ja euch jetzt auch schon einige Jahre jetzt auch begleitet. Wir haben uns mal kennengelernt auf dem schönsten Kreuzfahrtschiff der Welt, der MS Europa 2. Bei einer Veranstaltung in Monaco, da wart ihr quasi auch an Bord mit dem Andy, kann man ja sagen, und einem sehr prominenten bayerischen Sportreporter. Das kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und da muss ich sagen, habt ihr so eine Sympathiewelle bei mir erzeugt. Ich konnte gar nicht mehr anders als wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, die beiden Jungs sind so gut drauf, die sind so sympathisch, die sind so aufgeräumt, die sind so willensstark und leistungsorientiert. Das passt wie die Faust zu Donner-Reuschel. Und mein Kollege Uwe Krebs, wir waren dann ganz schnell auch beide quasi der gleichen Meinung und haben gesagt, ja, da wollen wir mit den beiden Jungs durch die nächsten Jahre gehen. Und ihr hattet damals schon gesagt, das war ja auch kurz nach der letzten Olympiade, ihr hattet auch die Goldmedaille in Monaco dabei, weiß ich noch, kommen wir aber auch nochmal drauf. Ihr habt gesagt, ja, wir werden es versuchen, aber ihr habt Respekt natürlich, auch zu Recht. Also man muss ja Respekt haben vor dem Ganzen. Und dann sind wir diese Wegstrecke zusammengegangen und ja, jetzt seid ihr endlich hier. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung, für das Vertrauen von Donner und Reuschel. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen, bei diesem ja, schönen Ausblick von dem Bankhaus. Und ja, wir freuen uns wirklich, dass wir da sein dürfen. Ja, das habt ihr euch erarbeitet. Ne? Also da sind wir ja auch schon im Prinzip beim ersten Punkt. Also ich weiß damals noch so die Diskussion, ihr habt es ja gesagt, ich sag mal so, das hat es ja mit einer Ausnahme. Es gibt noch eine Dame, auch im Rodelsport, die hat noch eine Medaille mehr. Aber mit der habt ihr ja auch zusammen, also eigentlich habt ihr die Goldmedaille ja quasi im Team verschafft, weil wenn ihr nicht noch so viel Gas gegeben hättet in dem Schlussmoment, hätte es diesmal in der Gruppendisziplin nicht geklappt. Das sah ja vorher noch so aus, als würde sich da mal eine andere Nation durchsetzen, aber ihr habt es geschafft. Aber nichtsdestotrotz, damals haben wir diskutiert, eigentlich unvorstellbar, bei drei Olympischen Spielen so abzuräumen. Ja, das ist
unglaublich. Das haben wir selber nicht für möglich gehalten, dass das nochmal so in der Art passiert, vor allem nach der schweren Saison, die wir auch hatten zu Anfangs. Und ja, dann ganz oben stehen zu dürfen bei unseren dritten Olympischen Spielen und dann nochmal 2 Goldmedaillen abzuräumen, jetzt insgesamt 6 olympische Goldmedaillen, das ist einfach für uns unbegreiflich, unvorstellbar. Und ja, wie du schon gesagt hast, im Team haben wir so ein bisschen das rausgerissen. Ja, deswegen ja, arbeitet man da im Team auch zusammen und das ist auch gerade das Schöne, da hat man dann Leute, die mal ja, einen richtig guten Tag haben und richtig schnell sind und das rausreißen können. Ja, und da gewinnt man und verliert man zusammen. Und wir sind stolz und froh, dass wir da das Team ja, glücklich ins Ziel bringen konnten. Ja, also ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt bei einem anderen Termin und hatte aber den Gästen gesagt, ich kann jetzt nicht anders. Ich bin zwar da, aber werde permanent jetzt die Live-Berichterstattung verfolgen. Also muss man sagen, leider wird der Rodelsport ja sonst nicht so im Fernsehen berichtet, in den Medien. Das ist manchmal gar nicht einfach gewesen in den letzten Jahren, euch immer bei den ein oder anderen Rennen, auch im Weltcup oder so, live zu verfolgen. Ja, teilweise schon. Also wir ARD und ZDF übertragen eigentlich schon jede Woche zumindest eine Zusammenfassung von dem Ganzen. Und da sind wir auch wirklich froh, dass die öffentlichen Rechtlichen da uns übertragen und dass wir ja, auf die angewiesen sind, das wissen wir und das macht natürlich uns auch stolz. Aber es ist nicht immer so, dass wir da ganz oben stehen, sondern dass Biathlon, Skisprung, Skialpin natürlich da eine ganz andere Hausnummer sind als wir im Rodelzirkus. Also ist für mich ja überhaupt nicht verständlich. Ich meine ja auch live, ja, weil ich wollte es live wissen. Ja. Wenn wir in den Kapitalmärkten unterwegs sind, da wollen wir auch keine Zusammenfassung haben in den Heute-Nachrichten oder so, sondern wir wollen natürlich live wissen, was los ist und mitfiebern. Und da ist noch Potenzial nach oben. Also ich bin auch dankbar, dass die Öffentlichen da ihren Beitrag zu leisten. Ihr wart ja auch in tollen, muss man ja sagen, bei den beiden großen Sendern abends auch zu langen Interviews, jetzt nach Olympia. Das ist auch gut gewesen. Aber zwischendrin zu wissen, was läuft da, wie läuft es, gerade im Zeitalter von Internet, da ist noch Potenzial auf jeden Fall nach oben. Und was mich natürlich besonders nachdenklich macht, wenn wir mal auf Olympia gucken, auf die Winterolympiaden, das ist doch der Sport der Deutschen eigentlich. Ich wollte es gerade sagen, oder? Vielleicht war das jetzt nochmal so ein kleiner Wachrüttler für die ja, Fernsehsender, weil es war wirklich, die Kufensportarten, die waren ja so präsent und haben quasi Deutschland im Medaillenspiegel verholfen, dass sie sehr weit oben sind. Vielleicht ja, ist das nochmal so ein kleiner Fingerzeig, dass man da noch mehr in die Berichterstattung eingehen kann. Aber habt ihr den Eindruck, dass dieser Hype jetzt schon wieder abebbt? Oder sagt ihr, dass das ist jetzt noch gut? Weil wir haben ja noch ein anderes Thema, was euch natürlich im Sport beschäftigt, nämlich eure Rodelbahn. Ja, das ist schwierig zu sagen, weil wir haben ja nach Olympia direkt Schluss. Ja. Und zum Beispiel der Skispringer hat noch mindestens 5 Wettkämpfe. Und da wird es dann sehen, ob der Hype dann wieder weitergeht. Aber das flaut halt jetzt wieder ab. Und ab November sind wieder die Weltcups und dann werden wir sehen, wie das dann wieder weitergeht. Weil das war meine große Sorge, muss ich sagen. Weil wir wollen natürlich, dass unsere Sportler, für die wir uns engagieren, dass sie auch top erfolgreich sind. Bernd Ritthammer im Herrengolf. Der Bernd hat ja auch mit euch schon gespielt. Der macht ja wirklich einen tollen Golf. Und naja, jetzt haben wir noch die Esther Henseleit. Ich würde sagen, das ist das Zukunftstalent der Frauen im Golfsport. Da sind wir auch bestens aufgestellt. Ihr habt ja mit dem Bernd schon gespielt, mit der Esther, das werden wir noch hinkriegen. Ja, aber da könnten wir mal Vierer machen, ich gerade sagen, da könnten wir mal einen schönen Viererflight machen. Ja. Genau, dann nimmt ihr noch Philipp und andere eure Freunde mit, die ihr sonst beim Golfen schon mal mit dabei habt. Ja, gegen so Fußballer haben wir auch nichts. Also Philipp Lahm ist auch schon ein guter Sportler. Und ja. Ja, da werden wir sicherlich was machen, weil wir bei unseren Golfveranstaltungen ja auch für Kunden natürlich auch diese Möglichkeiten anbieten, mit solchen Profis zusammenzuhören. Wir sind ja auch mit euch gerodelt. Also ich muss sagen, Respekt. Also ich bin ja vorher schon Fallschirm gesprungen und Para gekleidet, aber
das in dieser Bahn, das ist schon, ja, da ist der Puls irgendwo, wo man ihn sich nicht vorstellen kann. Ja, und wir konnten das natürlich noch im Königssee machen. Das ist genau das Thema, was mich da auch mit Sorge erfüllt hat, nach dieser wirklich sehr schwierigen Zeit, diesen Sintfluten, die, also ich hätte es nicht gedacht in Berchtesgaden, als ich mir das angeschaut habe danach, hätte ich nie gedacht, dass, weil die ist ja so weit oben am Berg, dass das so unterspült wird, dass diese Bahn, wir haben an dem Wochenende ja, waren wir ja auch in Kontakt, dass an diesem, dass diese Bahn so beschädigt ist. Und natürlich war dann auch die Frage, wie trainiert ihr überhaupt weiter? Wie hat das funktioniert? Wie habt ihr euch unterstützt gefühlt? Ja, also erstmal ist der Boden unter dir weggerissen worden, weil unsere Bahn, wenn wir zu Hause sind, da wird kurz telefoniert, und eine Viertelstunde später sitzen wir am Schlitten, wir können was testen. Und ja, das ist im Olympiawinter wirklich jetzt weggefallen und wir haben uns sehr schwer getan, dass wir reingefunden haben. Wir haben einen neuen Schlitten gebaut. Wir konnten jetzt nicht einfach am Königssee fahren. Wir mussten nach Oberhof, nach Innsbruck ausweichen und dann hast du doch wieder eine lange Fahrt und dann brauchst du wieder ein Hotel und ganz, ganz schwierige Situation und deswegen sind wir auch so schleppend in den Winter reingekommen. Die Erfolge waren nicht da und ja, aber nochmal zurück zur Rodelbahn. Das wird sich jetzt den Sommer, wird sich das entscheiden, so im August, September, da kommt der Statiker. Der Bundesinnenminister Herrmann hat schon die Gelder zugesprochen, aber der bayerische Innenminister Herrmann, der Joachim, ja, Joachim, der hat bayerische euch unterstützt, ja, ne? Das ist ja quasi dein Dienstherr und deiner eigentlich auch, weil du warst bei der, Polizei? Ja, die Innenministerin ist mein Dienstherr. Ah, du bist ja Bundespolizei, genau. Und Bundeswehr ist ja auch, du warst gestern noch bei der Verteidigungsministerin. Ja, die war leider nicht direkt vor Ort, also es war der Generalinspekteur da, weil die wegen der Ukraine war sie im Bundestag. Ja. Zurück zur Rodelbahn. Das wird im August, September kommt der Statiker, der da alles überprüft und dann sieht man, wie es weitergeht. Aber die Gelder sind schon mal zugesprochen. Ja. Und ist auch wahrscheinlich auch noch ein Versicherungsschaden in gewisser Weise. Das ist ja klar. Ne? Wer Risiken hat, braucht auch in der Regel eine vernünftige Versicherung. Muss man da mal gucken. Ne? So Naturgewalten zu versichern ist ja auch nicht so ganz einfach gewesen. Ja, wie der Tobi schon gesagt hat, die Gelder sind schon zugesprochen, ja. Aber ja, es ist halt eine Rodelbahn, wo die ganzen Sachen natürlich europaweit ausgeschrieben werden müssen. Und das Vergaberecht. Genau, und das dauert. Und jetzt ach du Gott, hängt es ein bisschen, bis der Gutachter kommt und bis der fertig fix benannt ist. Und das wird bis August dauern, bis dann erstmal die Schäden aufgenommen werden etc. Und dann wird es irgendwann losgehen. Unser größter Traum wäre halt am Königssee unser letztes Rennen zu fahren. Und das glaube ich. Da sind ja, ich meine, das ist ja auch witzig, da dass ihr los. Beide, erstens beide Tobi heißt, dann beide diese Leidenschaft fürs Rodeln entdeckt habt und das vor der Haustür. Ja. Also werden alle Kinder, die in Berchtesgaden quasi mehr oder weniger in der Region das Licht der Welt erblicken und werden schon auf Rodeltauglichkeit geprüft. Dein kleiner Leo, der ist ja heute auch hier bei uns in Hamburg. Siehst du schon die Veranlagung wahrscheinlich? Ja, nicht zwangsläufig. Es sind auch viele Skifahrer bei uns. Also wir haben ja das COD, Christophorus-Schule am Dürk. Das ist ja die Sportschule, Sportinternat. Und da sind echt viele Sportarten da, wo viele gute Sportler auch rauskommen. Ja, das heißt also öffentliche Förderung, so ein Kompetenzzentrum, das macht durchaus Sinn. Wir haben es in der Wirtschaft auch mit den Clustern, dass die einzelnen Metropolen sich auf Dinge konzentrieren. Und du würdest sagen, Cluster Berchtesgaden ist Wintersport, Freizeit, Königssee. Also ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt auch dank euch letztes Jahr, wir haben uns zweimal auf dem Jänner getroffen, an einem Wochenende, häufig in der Region. Da geht ja die Post ab. Die kommen ja aus der ganzen Welt. Also Japan haben wir ja lustige Begegnungen gehabt. Ja. Also muss man sagen, da sind zwei Japaner mit uns am Königssee auf so einem Schiff und können das alles überhaupt nicht mehr fassen, dass da so zwei Goldmedaillengewinner noch mit Goldmedaille mit ihnen über den Königssee fahren. Also das ist, der Sport hat international da sicherlich noch mehr Aufmerksamkeit gehabt. Der Tourismus boomt in Berchtesgaden und ich denke,
Das ist auch wegen der Rodelbahn, wegen den Erfolgen, wegen den Sportlern. Da kommen die Leute und die wollen das sehen. Und wenn das uns jetzt wegbricht, und dann steht irgendwann keiner mehr da. So, jetzt müssen wir mal rechnen. Die vierte Olympiade wäre ja dann wieder in 4 Jahren. Das wird wahrscheinlich, also kann man machen. Ja, wir haben ja auch eine Extremsportlerin gehabt, die dann auch nochmal wieder zu Olympia gegangen ist. Nicht jetzt das große Gold geholt hat, aber auch ein wichtiges Statement damit trotzdem auch gesetzt hat. Wie ist die Planung? 4 Jahre? Wo ist dann eigentlich? Wisst ihr schon? Cortina ist Olympia. Die Planung ist jetzt so, also wir haben wirklich viel Spaß am Rodeln und wir wollen auch noch weiterfahren. Jetzt haben wir Heimweltmeisterschaft in Oberhof. Das Jahr drauf, Weltmeisterschaft in Altenberg ist auch eine Heim-WM. Dann wäre Whistler Kanada, die Bahn mögen wir auch sehr gern, und dann wird schon wieder Olympia vor der Tür stehen. Aber wir sind da realistisch. Wir wollen nicht den Punkt übersehen, wo die Leistung über den Berg runter ist. Also wir fahren nicht mit, dass der Bus voll ist, sondern wir wollen da schon uns vom Besten präsentieren, und das haben wir jetzt auch bei den letzten Spielen, also jetzt vor 2 Monaten gesagt, wir wollen da angreifen, wir wollen da vorne mitfahren und nicht Vierter, Fünfter, Sechster werden, und da haben wir alles dafür gegeben. Wie gesagt, das ist nicht gut gelaufen, wir haben alles in die Waagschale geschmissen, wir haben riskiert, wir haben richtig riskiert, und es ist aufgegangen. Naja, du hast ja schon gesagt, ihr habt ja beide eben das Thema gehabt, das letzte Jahr. Ich habe ja, wie gesagt, gebibbert wie in der Bahn, aber es war natürlich auch so, da gab es ja noch 2 Rodler aus Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich dann die Rennen verfolge, habe ich gedacht, Mensch, verflixt, also das sind ja nur tausendstel Sekunden Unterschied. Die sind sauschnell. Die sind sauschnell. Die kommen zwar nicht aus dem schönen Bayern, aber die haben auch sehr viel Speed unter den Kufen. Definitiv. Und wie ist das, wenn man jetzt quasi Weltcup und andere, ihr habt euch ja wahrscheinlich fast jedes zweite Wochenende gesehen, oder jedes, ich weiß es nicht. Ja. Im Endeffekt ist es, kann man sagen, sind sie mehr oder weniger schuld, dass wir gewonnen haben. Sie waren immer schneller, und wir haben uns orientiert, dass wir da hinkommen, quasi vorbeikommen, und die waren das, eure Motivation. Ja, wenn wir die quasi nicht im Team hätten, dann würden wir auch nicht diese Entwicklungssprünge machen. Also man zieht sich immer selber hoch. Und bei Ihnen wird es wahrscheinlich genauso sein, weil es gab auch Rennen, da gewinnen wir, dann wollen Sie da wieder hin. Und deswegen ist auch die Deutsche Bank so stark. Die Deutsche Bank? Ja, die Deutsche Rodelbank? Ja, die Deutsche Bank ist keine Frage. Ja, da pusht man sich gegenseitig hoch, und deswegen haben wir einen ersten und zweiten Platz Doppelsitzer gemacht. Und ich hatte irgendwie, deswegen war ich ja so optimistisch, ich habe gedacht, Mensch, ihr habt irgendwie diesen olympischen Geist besonders tief inhaliert, und das macht ja was mit dir. Wenn du immer wieder diese Situation hast und diese Anspannung, müsst ihr gleich mal drüber reden, diese Anspannung, die, ich denke immer, was machen die jetzt, Also die wissen jetzt gleich, geht es um alles. Ja, also jetzt gerade auch bei dem Teamwettbewerb nochmal, also vor allem, weil da lag die ja hinten. Ja. Also das ist aber, aber das ist so, wir sind da voll fokussiert und im Rennmodus, und da bist du auf deine Leistung fixiert und du willst das zeigen, was du von klein auf gelernt hast, und das möglichst perfekt rüberbringen, und du strebst auch immer nach dem perfekten Lauf, und es ist wirklich schwierig, dass du mal einen perfekten Lauf bekommst und hast, und das ist auch deine Motivation, und das ist auch, warum wir auch weiterfahren und warum es uns so viel Spaß macht, und das hat uns in China auch wirklich in der Olympiawoche brutal viel Spaß gemacht. Wir haben gleich die Lust am Fahren gehabt und waren auch schnell, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt auch wirklich cool, das freut uns, und dann, weißt, dann wird man locker, und dann macht das ja richtig Spaß, und ich glaube, das war auch so ein kleiner Schlüsselmoment, dass es uns dass wir wirklich so locker an die Sache rangegangen sind und auch unsere 4 anderen Goldmedaillen im Rücken hatten, was uns dann irgendwie zu den nächsten 2 Goldenen geführt hat. Und ja, es ist, ich glaube, auch der gewisse Coolness-Faktor, der für uns gesprochen hat. Und erzwingen kannst du nichts. Nein, natürlich. Wir trainieren ja den ganzen Sommer, und dann gibt es auch mal so Anstichelungen, dass man mal versucht, 110% zu geben, und das funktioniert dann meistens nicht. Also, und das an dem Tag dann abzurufen, genau, dass du den Punkt am Start, ganz entscheidend, da waren wir ja wieder wie 20-Jährige unterwegs, obwohl wir 23 sind. Ja. Und
sind wir da rauskatapultiert mit der schnellsten Startzeit und das war auch ein, so ein eigentlich Plus. Immer. Ja. Ihr habt die Startzeit, also muss ich sagen, bei der Startzeit wart ihr eigentlich fast immer ganz weit vorne, meistens die Beste. Ja, und das hat uns halt gezeigt, dass wir im Sommer wirklich richtig trainiert haben, auch wenn wir jetzt 34 sind, da sagt man normal, ab 30 geht es bergab. Ab 30 geht es eigentlich bergab und da hältst du nur noch, aber wir sind nochmal besser geworden, wir haben nochmal das Training umgestellt und an dem Tag muss halt dann alles passen und liefern. Jetzt weiß ich ja, dass ihr das Material auch mit einem deutschen Anbieter zusammen quasi weiterentwickelt. Und ich habe das ja dann verfolgt. Ihr habt mir dann irgendwann Fotos geschickt, sind gerade dabei, an dem neuen Rodel da zu arbeiten. Ihr habt irgendwie dann nochmal für euch entschieden, auch an der Technik, an der Hardware nochmal was zu ändern. Ja. Ja. Und das war dann genau das, was du gesagt hast, der Spannungsbogen. Irgendwo gibt es noch einen Webfehler, dass die beiden anderen dann doch immer noch schneller waren und dann habt ihr gesagt, das kann ja nur noch die Hardware sein, weil ihr habt ja schon längst alles gegeben. Ne? Ja, nach der letzten Saison haben wir gesagt, wenn wir mit dem Schlitten vom letzten Jahr an den Start gehen, dann holen wir keine Medaille bei Olympia. Wir müssen was anders machen, wir müssen was neu machen. Macht man normal nicht, macht man mal nur, sage ich mal, zwei Saisonen vor Olympia, dass man den Prozess, was wir den Winter durchgemacht haben, dass man den früher hat, dass man in der Olympiasaison quasi nichts mehr verändern muss, dass man dann das System hat. Aber wir haben deswegen haben wir riskieren müssen. Und es, beim letzten Rennen, beim letzten Weltcuprennen ist dann der Knoten geplatzt. Ja. Ja, also es war wirklich eine schwierige Vorbereitung, eben mit Wegfall der Bahn, dann auf bei schwierigen Bedingungen fahren und dann mit der Vorbereitung in China, das war ja auch alles andere als gut, die da... Da kommen wir ja nochmal... Genau, explizit drauf zu sprechen wahrscheinlich. Ja, ja, und ja, dann wurde es irgendwie von Rennen zu Rennen irgendwie immer stabiler, immer besser und irgendwann hat es Klick gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen da doch was umstellen und letztendlich war das dann im allerletzten Rennen, wo wir dann während des Rennens noch mal ein bisschen was ausprobiert haben und umgebaut haben und gesagt haben, okay, ja, passt, das, da schießen wir uns jetzt drauf ein und das fahren wir bei Olympia und dann schauen wir, was rauskommt. Ist schwer für den Zuschauer, für den Zuhörer wahrscheinlich, wenn wir jetzt sagen, dass wir da am Schlitten so viel machen können, der wird sich denken, wir fahren doch da einfach einen Berg runter, aber da geht es um, ja, wenn wir ein halbes Grad den Winkel mit der Schiene verändern, dann kann das schon wieder im Ziel eine Zehntelsekunde sein und dann bist du drei Plätze weiter hinten. Also das ist ganz diffizil und filigran zum Einstellen. Am ganzen Schlitten kann man was einstellen, das ist wie ein Formel 1 Auto, man sieht es nur nicht. Also wir haben ganz viele kleine Schrauben, wo man was verstellen kann und wir können den Winkel drehen, den Sprung drehen, also das kann man... Also auf dem ich gerodelt bin, da, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Ne? Also da habe ich auch geguckt, ob alles sicher ist. Aber das ist so ein Sensibelchen. Ja, das ist ein Hightech-Gerät. Hightech. Ja. Also der ist auch wirklich von Sportler zu Sportler verschieden. Also wenn jetzt Eckert und Benneken, unsere Konkurrenten, da einen schnelleren Schlitten haben und wir setzen uns drauf und denken, der ist schneller, für uns ist er dann auch nicht schneller. Also wir habt ihr mal getauscht? Gab es mal so einen Fun-Moment, wo ihr gesagt habt, komm, wir fahren mal mit Eckert Benneken Das würden die bestimmt gern machen, wir auch gern. Aber wäre doch mal interessant. Wir benchmarken uns ja auch immer, damit wir nicht zu abgehoben sind. Und insofern ist ja vielleicht mal interessant zu gucken, wie ist denn wirklich der Hardware-Effekt und der Leistungseffekt. Also Toni und Sascha, falls ihr zuschaut, wir würden gerne mal tauschen. Ja. Ja. Können wir mal wechseln. Das organisieren wir, das finde ich ganz spannend. Wir haben Oberhof nächstes Jahr. Naja, wir haben auch bei einer anderen Veranstaltung, da hatten wir Herrn Nagelsmann zu Gast vor kurzem in München. Du warst ja auch dabei. Ja. Toller, muss ich sagen. Also ich bin so begeistert von so einem Trainer, der so viel Rückgrat hat, so überlegt, intelligent und kommunikativ ist, also wirklich Chapeau. Den haben wir ja zu Wetten, dass jetzt, der kommt im November, glaube ich, war der Termin zu Wetten, dass. Freut mich auch, weil ich dann auch mal endlich dahin komme. Da müssen wir mal gucken, ob wir den Thomas Gottschalk nicht dahin bringen, dass wir mal irgendwie so eine Wette machen. Ja, Wetten, dass ihr auf deren Rodler signifikant schneller seid, wie die auf eurem. Also das kann ja mal was werden. Ja, in der Jugend tauscht man auch gerne mal den Partner irgendwie. Einfach mal durch. Den Partnertausch, das ist heute kein Thema. Aber
Klar, ich verstehe es. Ihr beide seid ja, schon wie viele Jahre ein Erfolgsteam? Das ist ja quasi. Wir sind 22 jetzt. Wir haben mit 13 zusammen auf den Schlitten gestiegen. Wahnsinn. Und ja, wir hatten wirklich auch mal das Schlüsselerlebnis mit dem Material von anderen fahren zu dürfen. Und zwar war das, als wir von den Junioren zu den Senioren gekommen sind und dann Leitner Resch aufgehört haben. Ah, okay. Da hatten wir dann das Material von denen übernommen und haben gedacht, ja, jetzt wird's richtig gut. Die haben die Geheimnisse gefunden. Genau. Und dann sind wir auf das Material gestiegen und waren langsamer mit deren Material als mit unserem. Na, sieht ihr. Ihr habt den besseren Partner, auch bei den Sponsoren. Also insofern kann man ja nur sagen, ist cool. Ja, Wahnsinn, ne? Also das würde der Zuschauer normalerweise gar nicht so erwarten, dass das so einen Impact hat. Und es gibt ja auch nicht irgendwie steiler in die eine oder in die andere Richtung, dass man sagen kann, maximal in der Steilheit bei den Kufen, damit es schneller wird. Weil ihr müsst ja auch irgendwie, da gab es ja diese verflixte Kurve. Ja. Na, das war ja in China das Thema. Ja, ja. Gab es ja auch einen markanten Spruch. Ja, ich weiß nicht, der Hackl-Schorsch oder wer hatte das? Nein, der Bundestrainer. Der Bundestrainer. Das war dem seine Stelle in der Ausfahrt. Und dann war der allerletzte Trainingslauf und da sind wir nochmal so ganz leicht an der Bande gestriffen. Ja. Und wenn man dann nervös wird und unruhig wird auf dem Schlitten, dann fängt der Schlitten an, da fährt man mit 130 da entlang und dann wird der, und dann kann es passieren, dass du umfliegst. Und wir sind halt gegen die Bande gefahren und ich habe halt mit dem Körper keinen Zucker gemacht, weil ich gewusst habe, da unten kommt eine Senke, wenn du den stabilisierst, einfach ruhig bleibst, dann fährt er auch gerade weiter. Und dann hat er gesagt, das hast du gut gemacht und für morgen würde ich dir empfehlen, wenn sowas passiert, musst du einfach nur Eier haben. Und dann hast du gesagt, gnadenlos durch, nicht zucken. Nicht zucken, einfach. Keine Angst. Nein. Entweder. Und wir sind auch wirklich, ich muss sagen, wir waren schon angespannt am Start, aber wir waren positiv angespannt. Positiv, selbstbewusst angespannt. Also, wir sind raus und haben noch ein Lächeln auf die Lippen gehabt. Wir sind aus dem Starthaus raus und wir haben es gespürt. Wir wollten Spaß haben. Wir wollten runterfahren und uns von der besten Seite zeigen. Jetzt haben wir haben auch gar kein Manuskript für heute, weil wir uns ja auch wirklich gut kennen. Und nochmal danke. Als ihr aus China zurückkam, wart ihr an dem wunderschönen Sonntag auch direkt bei uns zum Abstecher auf der Dachterrasse in München. Beste Sonne hatten wir besorgt im Frühling und da habt ihr ja auch schon mal berichtet. Ich muss sagen, da kriegt man ja Gänsehaut, all diese ganzen Themen und diese mentale Stärke, die braucht man. Da muss ich sagen, wie gesagt, wahrscheinlich habe ich mehr Sorgen gehabt. Ihr habt ja auch gesagt, ihr seid vielleicht auch da zu cool oder ihr habt noch irgendwie eine Entspanntheit. Wenn die Verbissenheit sich durchsetzt, dann bist du nicht mehr locker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Also du musst zwar diesen eisernen Siegeswillen haben, aber trotzdem noch sagen, Freunde, kommt hier, ich zeige euch mal, wie es geht. Aber wir sind nicht mal oben gesessen, wir wollen jetzt da unbedingt gewinnen. Ja. Das, so sind wir nicht rangegangen. Wir haben das ist ja eh klar. Nein, entschlossen versucht, so wenig Fehler wie möglich zu machen und das einfach auf die Bahn zu bringen. Im Training haben wir gesehen, wir waren schnell, wir mussten keinen fürchten und wenn du weißt, in der Vergangenheit, du kannst es schaffen, wieder dahin zu kommen, dann bist du da, du musst schon riskieren, aber du bist halt irgendwie freier. Und genau das, was du sagst, wo du zugeschaut hast, du warst nicht entspannt und das ist bei uns genau dasselbe, wenn wir anderen zusehen. Also wir haben ja die Rennen von den Herren und von den Damen verfolgt, die sind ja 2-3 Tage vor uns gefahren. Ja, genau. Da ist man deutlich angespannter und deutlich nervöser als vor dem eigenen Rennen. Viel. Also da fieberst du mit, da schaust du zu, da bist du an der Bahn und da geht der Puls auf gefühlt 180, 200 hoch, wenn die da aus der 13 rausfahren, aus der besagten Kurve. Und du weißt, du siehst jeden Fehler, jeden Rutscher und weißt, was auch passieren kann. Ja. Das ist ja gesehen worden. Du weißt ja das Gefühl, wie das ist, dann, wenn andere durch die 13 fahren und denken, jetzt mach das, oh Gott, nein, das wird knapp. Nicht lenken. Und zum Beispiel bei Julia Taubitzi, mit der können wir auch richtig gut und haben auch mitgefühlt, weil das war genau das auf... Das war die dir beim Sieg um den Hals gefallen ist. Ich war mir nicht sicher, ob es die Anna Bärreiter. Die Anna Bärreiter war es. Ja, genau. Anna Bärreiter. Ja, okay. Auf jeden Fall hat die das
den Fehler aus der 13 gemacht und ist dann kurz halt nervös geworden und dann ist der Schlitten abgegangen und dann fliegst du gleich mal um. Ja. Und das sind halt Erfahrungswerte, aber trotzdem wäre das sehr schade und da fühlst du halt voll mit. Ja. Ist denn Frauenrodeln so anders an? Also ist aber, viele Zuschauer haben vielleicht gedacht, es gibt eine andere Bahn. Nee, also bei Golf gibt es ja auch einen anderen Abschlag. Also man weiß es nicht, aber es ist dieselbe Bahn. Ja, es ist dieselbe Bahn. Und dieselbe Starthöhe, wie wir fahren. Ja, dieselbe Starthöhe. Ja. Also weil in Berchtesgaden hattet ihr ja zwei Starthöhen, wenn ich das richtig erinnere. Ja gut, die Herren fahren immer von weiter oben. Ich durfte bei den Damen fahren, ne? Weil das andere wäre wahrscheinlich für mich noch anstrengender gewesen. Das war der Kinderstart. Aber der Kinderstart, ja, wunderbar. Ja, ich muss sagen, also wenn ihr habt mir ja da meine Geschwindigkeit gesagt und eure Geschwindigkeit, also da kann ich ja nur sagen, ich wäre durchgedreht. Ganz ehrlich, ich habe gebremst, weil ich wollte nur sicher wieder unten ankommen. Das ist schon krass, ja. Aber okay. Das ist dieselbe Bahn, ja. Dieselbe Bahn. Ja, ja, an sich muss man sich vorstellen, wenn ihr jetzt ein Doppelsitzer ist wie so ein LKW, wie ein Renn-LKW. Er ist schnell, aber sagen wir mal zum Einlenken alles ein bisschen träger und es wankt ein bisschen mehr. Und da muss Schwerpunkt man halt, einfach höher. Ja, Schwerpunkt höher, da muss man genauer fahren, um Fehler zu vermeiden. Und im Einsitzer, das ist ja alles tiefer. Und eigentlich ist es besser handelbar. Aber da geht man natürlich auch ein bisschen mehr ans Limit. Da geht man dann wieder mehr ans Limit und deswegen wird es genau wieder so schwer. Okay. Spannend. Also die können ja auch, wenn die mit unserer Einstellung fahren, dann fahren die, glaube ich, eine halbe Sekunde langsamer. Ja. Ah ja. Ja, bei diese mentale Stärke sagen wir mal auch diesen Spannungsbogen, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, wo... Ich fange mal wieder an mit den Dingen, wo ich Sorge hatte. Müssen wir auch mal über die Olympischen Spiele als Ganzes reden. Ja, also ihr hattet ja zum ersten Mal die Chance, auf der Bahn zu fahren. Und das war ein schwieriges Setup beim Weltcup. Und Tobi, du bist damals Opfer gewesen, kann man fast sagen, einer Situation, wo man dir einen positiven Corona-Test, ich weiß nicht, untergeschoben hat. Auf jeden Fall war der plötzlich wohl positiv und die haben dich fast von der Bahn runtergeholt und mit dem Krankenwagen nicht ins Krankenhaus, sondern... Ja doch, war ins Krankenhaus. Ja, aber... so ein Container vor dem Krankenhaus. Wollte gerade sagen. Und wenn man und dann ins Quarantänehotel. Genau. Erst in so eine komische Teststation reingebracht. Mhm. Finde ich, ihr habt ja auch, weiß ich, in der Sportschau warst. Wir haben es bei ARD thematisiert und dann auch im ZDF Sportschau. Du hast es ja auch mal an einer anderen Stelle sehr deutlich auch ausgesprochen. Ja. Kommen wir auch nochmal gleich auf IOC. Ne? Aber dann warst du, Hotel kann man da nicht zu sagen. Kakerlaken, Gitter vorm Fenster. Ja, es war wirklich eine sehr, sehr skurrile Situation dort. Also, wir waren das erste Mal drüben in China, die Anreise und das Ganze war auch alles andere als entspannt und gut. Du kommst dann da drüben an, wartest dann 8 Stunden am Flughafen, bis es dann irgendwann mal losgeht. Die ganze Corona-Situation ist auch sehr angespannt da drüben. Fährst dann 3-4 Stunden im Bus, ohne dass der einmal anhält, dass du pieseln gehen kannst und so. Fährst ins Hotel, ja, bist dann in Isolation gekommen. Eigentlich waren wir Deutschen dann, ja, eigentlich die 3 Wochen, wo wir drüben waren, in Isolation. Und nach 2 Wochen irgendwie war ein Test von mir positiv. Und man muss sagen, die Werte da drüben gehen bis CT40. Mhm. Und bei uns in Deutschland ist man ab 35 negativ. Mhm. Und wir waren dann beim Training. Dann holte mich der Bundestrainer raus aus dem Umkleideraum. Wir hatten schon einen Lauf hinter uns. Und dann sagt der Tobi, irgendwas passt mit deinem Test heute nicht und bleib mal draußen vom Starthaus, wo wir uns alle umziehen. Gut, dann bin ich draußen geblieben, dann habe ich schon gesehen, wie ein Krankenwagen kommt. Oh, ich war in der Zeit drinnen. Ja. Genau, Tobi war drinnen und hat ja keiner gewusst, was los ist. Und wir haben das sehr, sehr bedeckt gehalten. Und ja, dann kamen schon die Leute mit Vollkörperanzügen und dann haben die mich schon gesucht. Ich hatte noch Rodelanzug, Helm und ich wusste nicht, was los ist. Und dann haben die mich in den Krankenwagen gesetzt mit Rodelanzug, mit Schuhen, mit Helm und allem drum und dran. Und bin dann ohne
Dolmetscher ohne Arzt mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren worden. Dann haben die sämtliche Tests gemacht mit mir, unter anderem auch ein CT von der Lunge, wo man sagt, ja, eigentlich braucht man da eine Einwilligung, wurde auch nichts eingeholt. Festgestellt haben sie nichts und Blut haben sie mir auch abgenommen, wurde auch nichts festgestellt. Und dann hat es geheißen, ja, du kommst ins Hotel wieder zurück. Ich habe Tobi geschrieben, passt, ich komme ins Hotel. Dann konnte ich seinen Standort verfolgen und der war irgendwie 10 Kilometer woanders, wo ich hingefahren bin. Ja. Und dann gingen schon die Tore auf, da waren Securities am Tor gestanden. Ja, das ist nicht mein Hotel. Und dann kam ich eben in so ein Quarantänehotel, welches, die Umstände braucht man eigentlich gar nicht, kann man eigentlich beschreiben, dieses nicht menschenwürdig, wie es da zugegangen ist. Also Dreck überall, Kakerlaken, Wanzen in den Zimmern und ja, das habe ich ja dann auch thematisiert, unter anderem mit IOC und in ARD, ZDF und habe auch verlangt, dass zu Olympia die Umstände besser werden müssen und auch die Aufnahmen von den Zimmern dann verlangt, wo die Quarantäneunterkünfte von den Zimmern sind bei Olympia. Es wurde dann auch versichert, dass es besser ist und ich kam Gott sei Dank nach 3 Tagen dann raus, weil der nächste Test negativ war. Aber der Lauf stand ja quasi an. Ihr hattet ja gar keine Trainingsmöglichkeit. Richtig, wir haben 6 Läufe verloren, 3 Trainingstage. Ja. Und ich war eigentlich nur froh, dass ich da raus war, dass ich dann weiter nach Sotschi reisen konnte. Ja. Weil wenn ich positiv irgendwie getestet worden wäre noch, dann hätte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wäre ich durchgedreht in dem Zimmer und wäre alleine auch in China geblieben. Das Sotschi war dann wieder Weltcup, ja. Also muss man immer wissen, dazwischen, also war ja auch, in China war ja auch Weltcup, ja, aber klar. Natürlich... Neunter, glaube ich, sind wir da geworden. Neunter, ja, genau. Genau, ja. Und, dann waren wir froh, als wir in Sotschi waren, weil da sind wir, das war Freiheit für uns. Ja, also. Damals war es noch Freiheit, heute ist es unvorstellbar, ne? Aber sowas hinterlässt ja auch Spuren. Also das eine ist, ihr habt euch artikuliert, du hast das ja auch mit dem IOC-Präsidenten auch bei der Olympiade, fand ich passend thematisiert. Der kommt, nachdem ihr da Gold geholt habt, kurz und schmeißt sich ins Foto. Er hatte die Situation vom Tobi mitbekommen, er hat sich auch dazu geäußert, dass er da was unternehmen wird, also da im Dezember. Politisch korrekte Antwort aus der Schublade. Ja, und dann sagt der Tobi bei Olympia, dass der Präsident da ist, Thomas Bach. Und dann habe ich gesagt, Tobi, als er ins Ohr geflüstert, hat er irgendwie sich erkundigt noch, wie es noch, wie es dir geht. Hat er irgendwas gefragt? Und ich gesagt, nö, der hat sich mit 2 anderen getroffen. Und ich gesagt, das ist nicht sein Ernst, oder? Der muss doch, wenn er nur fragt, das wäre doch nur das Vernünftigste, dass er fragt. Und das fand ich halt wirklich... Du warst das Hauptopfer dieser Situation. Das war genau der, und er hat nicht mit ihm gesprochen und das fand ich halt nicht in Ordnung und das kann man dann auch, denke ich mal, so sagen. Du warst in der Bild-Zeitung ganz dick auf der Titelseite, muss ich sagen, und auch vollkommen zu Recht, weil viele trauen sich nicht, schwierige Themen auch öffentlich anzusprechen. Ich finde, die Haltung passt zu einem Bundeswehrsoldaten. Ne? Also du hast das Thema offen thematisiert. Ja. Wenn dann die Gewinner da sind, mal eben im Foto lächeln und dann wieder weg. Aber nachhaltig sich um die anderen Dinge kümmern, war überhaupt kein Thema. Da gab es ja auch in dem Setup in China sowieso Themen. Also ich denke jetzt mal an eure Handys, da fängt es ja schon mal an. Das ist ja die Verbindung zur Familie. Das war auch eure Verbindung jetzt im Weltcup in der Isolation, die ihr beide auch miteinander gehabt habt. Habt ihr eigentlich die noch? Oder da war ja eine spezielle Software drauf. Ja, wir haben die Handys noch. Wir haben uns 2 Wochen davor eine Software runterladen müssen, eine chinesische Software, wo Bundesnachrichtendienst etc. schon gesagt haben, ja, das müsst ihr danach eigentlich, müsst ihr das Handy entsorgen. Ich habe ein Backup vorher gemacht, habe das Backup dann wieder hergestellt, als ich die Software gelöscht hatte. Aber das, man weiß ja trotzdem nicht, was da passiert. Und du musstest jeden Tag diese App ausfüllen, du musstest deine Temperatur eintragen, du musstest alles, du musstest jeden Tag sagen, ob du Kopfweh hattest, ob du irgendwelche Symptome hattest. Und unter anderem wurde auch, glaube ich, festgestellt, dass diese App auch Standorte verfolgt und so. Also beim Android-Handy natürlich mehr als bei einem Apple-Gerät. Ja. Alles andere als vertrauenswürdig.
Und aber sowas darf dich da in dem Moment bei Olympia, wenn du dich da aufregst und dich da reinsteigerst, das musst du alles ausblenden. Das musst du alles. Das hat der Bundestrainer auch schon gesagt. Du musst einfach alles ausblenden. Wochen vorher die Diskussion wegen Menschenrechten und natürlich auch, also dein Fall war ja der prominenteste, den es eigentlich im Vorfeld gegeben hat mit dem Corona-Management. Ja, in der Woche haben wir auch gesagt, wo das passiert ist. Wir wollen eigentlich nur rodeln, aber das andere ist so reingedrückt von der Seite. Also alles, wir waren Kontaktpersonen anscheinend vom Flug. Wir hatten Tüten vor der Tür zum Essen, die 2 Wochen lang und du bist nie rausgekommen. Die anderen hast du gesehen, die sind zum Essen gegangen. Wir waren quasi eingesperrt und das hat dann so Überhand genommen und dann kommt auch keine Leistung zustande. Dann sind wir 9. geworden beim Weltcup. Also das ist alles, wir konnten es nicht mehr wegschieben. Und dann, mir fehlt euch ja die Trainingszeit alleine. Ne? Und dann sind wir nach China zu den Olympischen Spielen gereist, schon irgendwie mit einem komischen Gefühl und dann drüben angekommen und waren eigentlich positiv überrascht von der ganzen Organisation und von dem Olympischen Dorf, dass du dich da trotzdem echt frei bewegen kannst, dass du zu den Ski-Alpinpisten hochkommst und so. Das war dann für uns so eine Erleichterung und einfach so, war auch gut für okay, war für ist weg im Kopf. Also weil diese Riesen-Bubble, die war so groß quasi, dass die ganze Region War quasi abgesperrt war. Ne? Trotzdem hast du jeden Tag deine PCR-Tests machen müssen dort vor Ort. Du hast 24 Stunden den Test machen können. Und es war trotzdem wie so ein Damoklesschwert, was über dir irgendwie geschwebt ist, weil du nicht wusstest, ob du positiv oder negativ bist. Und wenn du mit Halskratzen in der Früh aufgewacht bist oder einen Schnupfen hattest oder so, was im Winter doch durchaus mal vorkommt, dann hast du wirklich ein komisches Gefühl, wenn du zu dem Test gehst und bist froh, wenn du dann am allerletzten Test negativ bist und nach Hause fliegen darfst. Ja. Bisher habt ihr mir ja erzählt gehabt, bei den vorhergehenden Olympiaden, da gerade die Stimmung im Deutschen Haus. Ne? Das war ja auch immer ein Thema, was einem Spaß bringt und motiviert und man ist gut drauf, man freut sich miteinander. Also ihr seid ja früher auch länger geblieben als jetzt. Ihr seid ja jetzt quasi direkt 2 Tage nach den Medaillen. Die musstet ihr machen, glaube ich, die 2 Tage? Wegen der Flugreise, glaube ich. Ja, genau. Und dann seid ihr wieder zurückgekommen. Ja, normalerweise 2 Wochen oder 3 Wochen bleiben wir noch länger drüben und du konntest dir aussuchen, wann du heimfliegst. Mhm. Und ich finde, da kriegt man den olympischen Spirit mit, wenn du dann zu anderen Sportarten gehst. Du schaust dazu, bist hautnah dran und die Sportler, merkst, die sind auch genauso wie du, also ganz nett und mit denen kannst du dich unterhalten. Und die Familie so ganz, und beim Essen sitzt dann mit dem Skifahrer gegenüber und dann plauderst du ein bisschen über den Skisport oder mit dem Freestyler übers Schanzenspringen und das ist so. Und du kennst ja auch ziemlich viele und du siehst die nie bei Wettkämpfen, weil du selber in deiner oder in deinem Weltcup-Zirkus unterwegs bist. Und das ist bei Olympia eben genau das Schöne, dass du da mal die Weltcups oder die Wettbewerbe anschauen kannst und damit fiebern kannst. Und das haben wir die Jahre 14 und 18 genossen und auch gemacht. Und in China war das eben nicht der Fall, dass wir da zu anderen Sportarten irgendwie konnten. Das sind auch Freundschaften entstanden, weil die kanntest du vorher nicht und dann. Also gerade schade. Und das war jetzt schade. Jetzt denke ich wieder an die Peak Performer. Ihr seid ja auch bei den Peak Performern unterwegs. Da sind Spitzensportler mit Menschen aus der Wirtschaft, die sich da gemeinsam auch engagieren. Das ist aber eine Veranstaltung weitestgehend im deutschsprachigen Umfeld, ne? Ja, Deutsch, Österreich. Deutschsprachig. Also Deutsch. Ein bisschen Deutsch spricht. Deutsch, ja. Stimmt, deutschsprachig, Und aber so ein Austausch, auch andere Sportarten, weil wir hatten ja eben über Philipp Lahn gesprochen beim Golfen oder ihr habt ja auch sonst den einen oder anderen, mit dem ihr da unterwegs seid, hilft schon in den mentalen Grundzügen. Ja, das Netzwerken, also wenn du dich weißt, du kannst dich auf den anderen verlassen. Das Motto der Peak Performer, bedingungslos füreinander, also wenn einer Hilfe braucht dann und der einen kennt, der einen kennt und dann wird sich da geholfen und dann wird da genetzwerkt und das ist auch, wenn du am Start sitzt und du weißt, dir wird der Rücken freigehalten, du hast deine, wenn du irgendwann mal was brauchst, das ist schon, das sind alles so kleine Bausteine. Ja, die machen gerade eine Stiftung, habe ich gehört, ne? Und die wollen damit auch den Nachwuchs fördern. Ja. Da geht es um die Kinder, im Sport wichtig. Finde ich auch toll, dass ihr euch bei solchen Themen engagiert. Ihr nehmt was mit, aber ihr gebt auch was zurück. Ne? Also ihr seid ja auch dabei, dann
in diesem ganzen Netzwerk auch der Gesellschaft wieder Dinge noch zurückzugeben? Ja, wir wollen natürlich, dass die Zukunft auch wieder mehr Sport macht. Also das hatte da Felix Neureuther auch das Projekt, dass die Kinder wieder zurück zum Sport gehen, dass die mehr Bewegung draußen an der frischen Natur, sei es Fußball oder Skifahren. Also wichtig ist, dass man rauskommt, dass man Sport macht. Und wir versuchen da auch, die Kinder, die Jugendlichen weg von zu Hause, von den ganzen Fernsehern zu bringen. Und Social Media spielt da auch eine große, große Rolle. Ja. Die ganzen neuen Medien. Natürlich ohne geht es auch nicht, aber es ist halt nochmal frische Luft und Bewegung tut dem Menschen und dem Geiste halt brutal gut. Und das versuchen wir halt eben aus unserem Leben so auch so ein bisschen weiterzubringen und zu vermitteln. Ja, also da geht es ja bei Peak Performance auch noch um Ernährung. Ist ja auch eine wichtige Basis. Also ihr habt euch vorbereitet, natürlich bewusste Ernährung, habe ich immer gemerkt. Du isst ja, also das ist ja Wahnsinn, was du da auch an Schokolade isst. An Schokolade oder an Fleisch auch da so absorbieren musst, damit dann auch die Muskeln immer Das ist auch, so ein Baustein, der muss auch passen. Ja. Das ist. Und dann auf dem Jänner habt ihr mir dann immer die Berge gezeigt, wo ihr dann mal eben, ich sehe ja immer nur die Bilder mit dem Mountainbike, da habt ihr auch eine tolle Aktion übrigens gemacht, wo ihr da unterwegs wart. Aktion war Flutopfer. Genau. Ja, genau. Nach dem Unwetter haben wir für die Flutopfer in Berchtesgaden eine Spendenradfahrt gemacht mit dem Rennrad. Ja. Und ich weiß nicht, da waren schon 200, werden es schon gewesen sein, was da mitgefahren sind, und das sind 25.000 Euro haben wir da eingefahren an dem einen Tag. Und ich denke, für unsere Sportart, für unser Bekanntheitsgrad war das gutes Geld, und die Leute, die haben sich gefreut, dass sie da Unterstützung bekommen haben. Ja, genau. Und ihr habt den 1. April letztes Jahr, habt ihr die Sportart gewechselt. Richtig. Da habe ich echt gestern drüber geredet, und das war echt eine richtig coole Aktion. Es war ja auch viel mit Corona und schwierige Zeit, und da war nicht viel mit Spaß, und dann haben wir uns gesagt, ja, wir müssen jetzt am 1. April irgendwas machen. Müsste locker werden. Genau, da sind wir irgendwie über Maloja zu die Pushbiker gekommen, und ja, sind dann letztes Jahr offiziell am 1. April zu die Profi-Radfahrer gewechselt und haben da lauter Posts und Statements rausgehauen, und das war in verschiedensten Zeitungen und wurde, ja, ich denke, 2-3 Monate wurden wir da schon noch danach angesprochen und viele haben das für wahre Münze genommen. Ja, es wurde geglaubt. Ja. Na ja, gut, ihr habt ja das Biken genutzt, auch quasi Muskelaufbau und Fitness und so weiter. Ausdauertraining machen und, wir immer noch sehr gerne. Wie gesagt, die Saison lief erstmal nicht so gut, dass ihr dann vielleicht sagt, Mensch, also wenn wir mal nach vorne denken, wir wollen ja noch nicht in Ruhestand, dann wechseln wir mal die Sportart, war ja an sich eine gute Geschichte. Ich muss sagen, hat einen riesen Spaß gemacht und war auch in den Medien sehr präsent. Ihr wandert auch sehr viel, also ihr seid da auch, als wir am Königssee gefahren sind, habt ihr gesagt, also da waren wir letzte Woche und dann sind wir da und da habe ich geheiratet, ne, die Eva und so weiter, oben am Jänner. Also ihr seid natürlich in eurer Heimat auch viel unterwegs. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, das hilft besonders in der Fitness? Ist also das Klettern und Kraxeln und Wandern besser als das Biken oder das Biken besser als das Kraxeln? Man muss Spaß dran haben. Also man muss das gern tun. Vielleicht wissen manche gar nicht, wie schön das sein kann. Ja. Und das ist auch sowas, da würde man gerne mal den Leuten das mal auch mal zeigen, wie schön es sein kann. Und vielleicht, das haben wir ja schon gesagt. Ja, also Donnerhäufel-Kunden, da wollen wir also ein Event machen. Ja, wollen und, wir den mal. Das macht dann unsere Nadine Geikle bei Donnerhäutl in Bewegung. Ne, da werdet ihr ja auch morgen einen Beitrag zu leisten. Wir haben ja unseren eigenen Sportkanal mit tollen Sportlern. Und, aber dann auch vor Ort. Also das Angebot steht. Dass gerne bei wir uns in den Bergen. Tolle, anspruchsvolle, aber da müssen wir natürlich genau gucken. Kann man das nochmal genau erklären, was mir, wenn wir zum Beispiel am Berg gehen, am Gipfel hochgehen, dieses Gefühl von der Freiheit, vom du denkst an nichts anderes, du stehst da oben, du schaust ins Leere und die Natur genießen, genau. Ja. So. Mein großer Sohn heißt ja auch Tobias, der macht ja Paragliding, der macht das auch, der wandert quasi hoch. Der kann das bestimmt auch bestätigen. Der geht abends dann am Tegernsee auf die Berge,
Morgens früh wird noch ein bisschen Kaiserschmarrn gemacht, da bei der Übernachtung. Den wird man übrigens danach dann auch essen. Ja, genau. Ja. Und dann wird geflogen. Ne? Also diese Freiheit, diese Natur. Ich meine, wir beschäftigen uns ja nicht umsonst mit ESG-Themen. Ne? Also wir müssen die Schöpfung bewahren, wir müssen nachhaltiger werden. Ja. Und da spielt natürlich so ein Thema eine Rolle. Und jetzt werden wir gerade ja gezwungen durch die aktuelle Situation und viele Gedanken zu machen, wie ist das mit Getreide, wie ist das mit Fleisch, was machen wir hier eigentlich, wie hängt das eigentlich alles zusammen. Das hat ja keiner mehr realisiert, wie quasi Lieferketten funktionieren, wie auch Konzentrationen stattfinden. Also ich sag mal, auch in diesem schwierigen Thema wird wahrscheinlich eine Chance am Ende des Tages liegen, eben auch unabhängiger zu werden und einen Beitrag dazu zu leisten, auch Zukunft wieder positiv zu gestalten. Ihr macht ja aber auch positiv gestalten viel drumherum. Ihr seid immer mal dabei, wenn es um Charity-Aktivitäten geht oder ihr habt ja auch für die Opfer bei euch, wie gesagt, diese tolle Veranstaltung gemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich schaue jetzt gerade noch mal fasziniert hier auf diese beiden wunderbaren Goldmedaillen. Schade, dass Sie jetzt nicht hier live bei uns sind, aber wir haben immer wieder Gelegenheit, die beiden Tobis natürlich auch bei uns in Veranstaltungen zu treffen oder natürlich auch bei anderen Anlässen. Wow, also als ihr ganz frisch zurückkamt mit Reisegepäck und dann goldbehangen, das ist ja so ein richtiger Gänsehautmoment. Kriegt man da ein bisschen Distanz zu oder ist das immer noch so? Eigentlich überhaupt nicht. Ich war ja gestern in Berlin im Pendlerblock. Ja. Genau. Und da ist auch nochmal, sind die Highlights von Olympia gelaufen und wo dann von uns der Einlauf, und da war was im Ziel, irgendwas von der Staffel war dabei. Und jedes Mal, wenn das kommt, bekommt Gänsehaut, ne? Immer wieder. Also da schüttelt es sich durch. Das ist einfach, das muss man erleben, das kann man nicht beschreiben. Ja. Wenn man da Olympia gewinnt, wie sich da 4 Jahre hartes Training oder ein Leben lang machen wir den Sport, kann man so sagen. Und wenn dann das aufgeht und man träumt immer davon, da kribbelt es immer. Egal, ob man den Sieg von 14, 18 oder 22 anschauen. Ist aber kein pures Gold, sondern ist vergoldet. Ja. Ist Silber vergoldet. Ist Silber vergoldet. Ja. Silber vergoldet. Ja. Habt ihr eine Lieblingsgoldmedaille? Tatsächlich, also von mir persönlich die von Sochi, die erste. Ah, ja. Die finde ich auch. Das ist mit dem Glas, ne? Genau. Die hat so ein bisschen Plexiglas drin. Und wenn wir dann mal bei einer Veranstaltung sind, am Berg oder so, könnten wir mal alle drei mitnehmen und dann können die Gäste, die Partner das mal anschauen. Ja. Und immer mit uns in Verbindung bleiben. Ja, dann können wir mal Abstimmung machen. Ja, also mein Favorit ist es auch, muss ich wirklich sagen. Die gefällt mir auch, weil die ist so hälftig transparent. Beim Talk beim Julian Nagelsmann hatte ich ja alle drei dabei. Genau, du hattest alle mit. Und was war der Bestseller? Es haben wirklich auch viele gesagt, dass die aus Pyeongchang aus 2018 schön ist. Ja, ich finde sie alle schön. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach vielleicht, da ist doch irgendwas mit in diesem Glas oder weiß ich ein gar Meteoritenstein. Genau, ist da war noch was eingearbeitet. Drin. Ein Meteoritenstein. Ja. Also das Universum ist quasi gleich mit dabei gewesen. Ja. Tolle Geschichte. Ja, wie gesagt, kein pures Gold. Ich muss natürlich auch mal auf die Finanzen zu sprechen kommen. Ihr braucht immer Unterstützung, weil ich finde, auch der Nachwuchs braucht dringend Unterstützung. Wir haben uns mal darüber unterhalten, was in anderen Ländern da auch am Ende, wenn man so erfolgreich ist, was da auch finanziell passiert. Da sind wir in Deutschland leider noch ein bisschen rückschrittlich. Also der Julian Nagelsmann und seine Profifußballer beim FCB, die haben ganz andere Einkünfte natürlich wie ihr. Bei euch muss man sagen, du hast es gerade angesprochen, gestern warst du bei der Verteidigungsministerin, also im Bendlerblock. Du bist bei der Bundespolizei. Richtig. Und machst gerade den nächsten Karriereschub, musst noch auf die Schulbank. Ich drücke gerade im Moment die Schulbank, genau. Ich bin gerade im Aufstieg zum gehobenen Dienst und das ist jetzt neu seit letztem Jahr, wird es bei uns angeboten und da bin ich wirklich froh, dass wir als Sportler die Möglichkeit haben, bei der Bundespolizei, also ich und der Tobi eben auch bei der Bundeswehr, dass wir da so abgesichert sind, so finanziell, weil
ohne diese Förderer und ohne diese Arbeitgeber wäre es einfach nicht möglich, in unseren Sportarten so erfolgreich und unseren Sport so ausüben zu können. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns, dass ihr immer hinter uns steht. Und ohne euch, denke ich, wäre es noch schwieriger, weil es kommen doch einige Kosten mit Schlitten und so weiter auf uns zu. Und Entwicklung und so weiter. Und das ist wirklich, gebührt uns ja wirklich ein großes Dankeschön. Ja, das machen wir aber auch wirklich super gerne. Aber wer da noch was tun will, die Kontaktdaten gibt es immer bei Donner und Reuschel. Jetzt müssen wir mal gucken, da hatten wir uns ja auch schon frühzeitig unterhalten, wie wir die Rodelbahn wieder hinkriegen. Ihr sagt, das ist auf dem Weg, jetzt muss man das mal gucken. Ansonsten muss man vielleicht öffentlich da auch nochmal eine Welle machen, damit wirklich diese Trainingsbedingungen dann auch so sind, wie ihr die braucht. 10 Minuten bis auf die Piste. Das hat ja nur Edmund Stoiber hingekriegt mit dem Transrapid. Das ist mit dem Hauptbahnhof und Flughafen. Aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Beim Thema Sport und gute Dinge tun, wir fördern dieses Jahr in Hamburg, wenn ihr jetzt hier diese wunderbare Binnen- und Außeneise euch anschaut, wir fördern diesen Sommer im Juni, ich glaube, es ist am 10., weiß aber nicht mehr ganz genau, ich glaube, 10.06. ist hier Drachenbootrennen, ein jährliches Event. Und wir unterstützen den Michael Stich. Michael Stich muss ich ja nicht bekannt machen. Der hat eine deutlich bessere Karriere hingelegt wie Boris Becker, ne? Das weiß jeder. Und da ist so, der Michael Stich hat ein Drachenboot und macht für die Michael Stich Stiftung auch was, nämlich er sammelt Spenden. Und die Hälfte der Spenden, die dieses Jahr zusammenkommen, werden auch dann für Opfer des Krieges in der Ukraine auch mit eingesetzt. Und jetzt kommt das, was ihr nicht wisst, das haben wir nicht abgestimmt. Der Michael Stich hat natürlich gesagt, wenn die Goldtobis mit aufs Schiff gehen, mit auf Drachenboot im Sommer, das wäre geil. Und insofern habe ich heute zwei Themen. Wir nehmen das Thema mit dem Thomas Gottschalk mal mit zu Wetten, dass. Und das andere Thema wäre, es wäre mega, wenn ihr mit dabei wärt beim Drachenbootrennen für den guten Zweck. Das ist hier in Hamburg ein Riesenthema. Ja, wir hatten jetzt vor Corona hatten wir hier immer auf der Binnen Alster jährlich das Alsterfeuerwerk mit einem wunderbaren Feuerwerk, wo man hier oben stehen konnte mit unseren Gästen an drei Abenden und die Aussicht genießen. Da kamen auch immer die kleinen Boote mit Lichtern, aber das Drachenbootrennen für Charity, kann ich nur sagen, da werdet ihr... Wie weit ist die Distanz? Die überschaubar. Die ersten 5 Schläge, das sind immer gut. Ich habe im Vorfeld schon gedacht, ihr müsst mal jetzt mal eure Muskelpakete hier zeigen. Ja, es ist ja auch warm, ne? Also würde auch gehen ohne ein Schnupfen. Aber ihr seid da bestens für ausgestattet. Und auch die Donnerreuschel-Mannschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns, werden auch mit einem Drachenboot mit sich engagieren. Das ist ein historisches Rennen, man muss dabei sein. Das ist so ähnlich wie Schaffermahlzeit in Bremen. Es gibt ja so manche Dinge im Leben, die man in der Regel nur einmal macht, außer Goldmedaillen gewinnen. Das ist ja, das habt ihr ja quasi euch zur Routine fast schon entwickelt. Also da seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und ich sage nochmal an unsere Zuschauer heute hier, wir würden uns freuen, wenn Sie mit dabei sind, wenn Sie sich mit engagieren und die beiden Goldtobis unterstützen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr euer Finale, du hast es eben ja gesagt, dann auf eurer Heimat Rodelbahn, aber wenn das erst im Sommer gemacht wird, bis das gebaut wird. Ich meine, wir sind nicht im Berliner Flughafen, wir sind nicht in Hamburg an der Elfi, aber 2 Jahre? 2 Jahre, glaube ich, wären realistisch. Ja. Wenn alles jetzt im Herbst kommt. Wenn alles glatt geht, 24 wär ideale Vorstellung. 24? Ja, schauen wir mal, wenn es 25 wird, dann hängen wir vielleicht mal bis 26 dran. Also, und dann sind wir schon wieder bei Olympia. Also das wäre ja mal eine coole Geschichte. Mal schauen. Also ich glaube, Alter spielt da auch keine wirkliche Rolle. Gesundheit. Also, so wie ihr drauf. Gesundheit, genau. Gesundheit und Fitness, glaube ich, ist der Punkt. Ja. Und ihr habt es ja gezeigt. Ne? Also es funktioniert. Also ganz viel Glück. Danke. Und bitte, wie gesagt, einfach auch unterstützen. Vielen Dank für die Einsichten.
Da kann man viel lernen. Leistung, Leidenschaft, Engagement und auch einfach mega sympathisch. Unsere Mitarbeiter, die euch kennengelernt haben und auch alle Kunden, die schon mit euch Berührung hatten, sind die große Fangemeinde von den beiden Goldtobis. Also nochmal ganz schön herzliches Danke. Danke. Und wir wollen auch nochmal Danke sagen. Wir haben noch was mitgebracht. Einmal aus China direkt. Das ist die Originalnummer, mit der wir gerodelt sind. Ach Gott. Die hängen wir bei uns dann direkt in die Halle am besten. Die müsstest du jetzt anziehen. Nein. Das wird mir nicht passen, glaube ich. Genau, und dann haben wir noch einen... Wow. Das ist die originale Rennnummer von uns. Ja. Dann haben wir einen Signature Special Moment. Das ist die Einfahrt von der Teamstaffel. Wo uns alle die sechste Goldmedaille. Und dann sieht man, ich denke, Bilder sagen mehr wie 1000 Worte, da brauche ich nichts dazu sagen. Vielen, 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 vielen Dank. Also ich sage euch, ich habe den Moment dann ja bei der Kassenärztlichen Vereinigung, wo ich in einem Termin war, weil wir ja viel in der Gesundheitswirtschaft machen, da habe ich mit meinem iPhone genau diesen magischen Moment dann auch immer als Screenshot. Also so schnell kam ich gar nicht hinterher. Ja. Aber das Bild ist ja auch um die Welt gegangen. Ja. Das hat bei uns einen Ehrenplatz verdient. Wir haben ja in München schon, ihr kennt das, bei uns in München eine kleine Fotosammlung von euch und den anderen Sportlern. Und das ist das Original. Das ist die Originalnummer vom Rennen. Wow. Also, ganz, ganz herzlichen Dank, mein Lieber. Danke. Danke dir. Wir sagen danke. Das ist, wow. Das, also, was soll man da noch sagen? Ja, wir können uns nur noch wünschen, dass Sie viel mitgenommen haben aus dem Abend. Wir können uns aber wünschen, dass es wieder Frieden auf Erden gibt und wir schnell wieder in normale Zustände zurückkommen. Wer dort auch was machen möchte, die Bank hat sich schon mit zwei großen Spenden engagiert. Wir machen aber auch viele kleine Dinge. Wir unterstützen Kunden unseres Hauses, wir unterstützen Mitarbeiter. Wenn Sie Themen haben, kommen Sie auf uns zu. Wir haben da ein offenes Ohr und unser Netzwerk wird dann eben auch viele Dinge in Bewegung bringen. Dann sind wir dann schon wieder bei Donnerreuschel in Bewegung, das dann bald kommt. Morgen. Ja, also alles Gute, vielen Dank, einen schönen Abend. Servus. Ciao. Ciao.